Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder ein Unboxing mit anschließendem kleinen Review zum Magic Trackpad von Apple. Ich habe das hier gerade mal geholt. So sieht das aus. Auf der Rückseite, kleine Anleitung, Apple-Logo. Ja, dafür braucht man einen Mac mit Bluetooth und Mac OS X 10.6.5 mindestens, also Snow Leopard, Lion oder Mountain Lion und ja, Bluetooth eben. Und ja, dann fangen wir jetzt mal mit dem Unboxing an. Das ist eine sehr schöne Verpackung wieder, ziemlich klein im Gegensatz zu dem Objekt selber. Wenn ich jetzt irgend so ein anderes Dingens gekauft hätte, zum Beispiel ein Handy von irgendeinem Hersteller, hat man da meistens so eine riesen Verpackung mit viel Verpackungsmaterial und dann so ein kleines Handy drin. Bei Apple ist das sehr schön gelöst. Ja, als erstes muss man diese Folie mal entfernen. So, mal gucken, ob ich das jetzt schaffe. So. So, jetzt haben wir hier die reine Pappverpackung. Die geht ganz einfach auf. Man muss hier unten das hochklappen. Und dann kann man das auch schon aufmachen. Und hier sehen wir jetzt als erstes das wunderschöne Magic Trackpad. Man sieht, die Verpackung ist wirklich genauso groß, dass es gerade so reinpasst. Also auch sehr effizient, sodass man die Natur nicht so stark schädigt. Und hier ist so eine kleine Lasche. Ja, die ist durchsichtig, schwierig zu filmen. Aber an der zieht man das Ding raus. So. Und da hat man das Magic Trackpad jetzt. In der Verpackung, da ist noch eine Folie dran. Die zieht man hier einfach ab. So. Macht hier die ganze Folie mal ab. Das kann man hier mal wegtun. Da ist noch so ein kleines, ja, so ein Stöpsel drin. Oder so ein Aufkleber eher auf dem Knopf. Einfach abziehen und auf dem anderen hier auch, auf dem Ding, wo die Batterie drunter ist, genau wie beim Wireless Keyboard, einfach abziehen, darunter sind noch die Batterien, Energizer normalerweise. Ja, so sieht das aus. Es ist relativ groß, finde ich, auf der Rückseite so, hier diese Füßchen dienen als Knöpfe. Also wenn es dann so steht, kann man da drauf drücken. Ja, es ist ziemlich groß. Wenn ich das mal mit meinem Notebook vergleiche, ist es riesig. So, mal gucken, was da noch alles drin ist. Hier ist wieder sehr benutzerfreundlich, dass man das einfach so rausziehen kann. Das Magic Trackpad. Eine Anleitung, wie immer, Sicherheitsanweise etc. Das ist jetzt nicht so interessant. Dann vergleichen wir das mal noch mit dem Apple Wireless Keyboard. Das soll ja angeblich so toll zusammenpassen. Also wenn wir das hier so zusammenhalten, sehen wir, dieses Design haben sie tatsächlich perfekt übernommen. Sieht genauso aus, nur dass halt auf der Vorderseite Tasten sind beim Keyboard. Dann die Rückseite auch genauso. Beide mit dem weißen Plastik und dem Apple Logo. Wunderschön. Und auf der Vorderseite passt das genau zusammen, auch mit diesem schönen Alu-Design. Und dann hier auch die Batteriefächer funktionieren auch genauso. Ja, ist ganz schön. Jetzt kommt noch das kleine Tutorial mit Verbinden und so. Da sehen wir uns dann gleich auf dem Mac wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt auf dem Mac Mini, dem aktuellen Mac Mini mit Mountain Lion und natürlich Bluetooth. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr das Trackpad mit dem Gerät verbindet, mit dem Mac. Das können wir jetzt zum einen hier über dieses Bluetooth machen, hier oben. Aber Apple hat hier netterweise gleich in die Systemeinstellungen was eingebaut. Und zwar hier bei der Hardware, direkt neben Maus und Tastatur, Trackpad. Da klickt ihr einfach drauf und dann seht ihr schon ein Bild von dem Trackpad und das Suchen. Und bis jetzt noch keins gefunden. Es könnte vielleicht sein, dass das sofort findet, aber
Wenn nicht, klickt ihr einfach seitlich auf den An-Knopf von dem Trackpad. Dann leuchtet das LED auf, das grüne. Ist in dem Aluminium so ein bisschen mit drin. Und jetzt sehen wir hier 7C, C3, A1, 46, FC, was weiß ich was gefunden. Apple Wireless Trackpad, genau. Dann klickt ihr auf Fortfahren. Und jetzt steht hier Verbinden. Und hier ist auch ein kleines Bild mit dem Verbunden. Und das war ich schon das Setup. Das Trackpad ist jetzt verbunden. So, jetzt bewege ich mal die Maus mit dem Trackpad. Also ist jetzt nicht mehr die Magic Maus, sondern das Trackpad. Hier sehen wir 100%, also haben die Batterien das ganz gut durchgehalten. Hier könnt ihr die Zeigerbewegung einstellen. Ah, wie schnell das halt ist. Ich finde es eigentlich so ganz okay, Standardeinstellung. Und hier sind dann eben die interessanten Features wie Klick durch Tippen. Das ist ganz einfach ein Klick, wenn man drauf tippt, sodass man nicht diese Knöpfe da benutzen muss, sondern eben per Touch quasi klicken kann. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwo draufklicke, könnte man dann hier klicken. Dann geht das auch durch draufklicken. Dann Sekundärklick mit zwei Fingern klicken oder tippen gibt es auch. Das ist eben dann der Rechtsklick. Dann öffnet sich das, aber da finde ich es dann eigentlich schon irgendwie geschickter, wenn man dann den Knopf benutzt, weil irgendwie mit zwei Fingern da zu klicken ist nicht so angenehm. Und dann das Nachschlagen mit drei Fingern tippen. Also wir sehen ja auch immer Bilder dann. Da könnt ihr dann quasi auf das Lexikon direkt zugreifen. Das finde ich irgendwie relativ unnötig. Und mit drei Fingern bewegen. Das kann dann quasi, ja, wie man da auf dem Bild sieht, etwas bewegen. Ein Fenster zum Beispiel. Das wiederum ist nicht so schlecht. Aber ob es unbedingt nötig ist, naja. Aber es funktioniert, wie man sieht. So, dann gibt es natürlich auch noch andere Gesten. Zum Beispiel, wenn man mit vier Fingern hin und her zieht, kann man die Desktops oder die Schreibtische wechseln, wenn man dann mehrere hat. Funktioniert schon ganz gut. Dann hier scrollen und zoomen. Hier gibt es als Scrollmöglichkeit natürlich. Das hat mich am Anfang auch etwas irritiert bei der Magic Mouse. Das bedeutet, der Inhalt bewegt sich mit der Bewegung eures Fingers mit. Und bei anderen Geräten, zum Beispiel bei PCs, ist es meistens eher so, dass es andersrum ist. Also ihr scrollt und bewegt damit diese Scrollbar auf der rechten Seite. Das bedeutet, es ist echt invertiert. Wenn ich das hier mal deaktiviere, sieht man, eigentlich ist es irgendwie doof, wenn sich das andersrum bewegt. Deswegen habe ich es auch auf natürlich eingestellt. Das ist dann von der Bedienung her so wie auf dem iPad oder auf dem iPod Touch oder so. Dann das Ein- oder Auszoomen mit zwei Fingern, das Pinch-Zooming. Ich denke mal, das werden wohl alle kennen. Ja, ganz normales Pinch-Zooming. Probieren wir das mal aus. Und das funktioniert ganz prima. Habe ich auch nicht anders erwartet. So, dann mit zwei Fingern doppeltippen. Ja, entspricht dann auch einem Zoomen. Ob das jetzt so praktisch ist, weiß ich nicht. Also hier funktioniert es schon mal nicht bei den Bildern. Würde mich auch etwas dann irritieren, weil man ja bei der Magic Mouse mit zwei Fingern die Mission Control öffnet. Probieren wir das mal im Browser aus. Ja, also hier macht es jetzt auch nichts, aber gut. Dann das Drehen. Zum Drehen von Bildern. Ich weiß zwar nicht, wofür man Bilder jetzt so drehen muss, aber okay. Ist auch aktiviert. Probieren wir das mal hier bei Vorschau aus. Und das funktioniert auch ganz super. Es dreht sich natürlich, wenn man es nicht komplette 90 Grad dreht, wieder von alleine auf eine gerade Position. Aber es funktioniert. Und zwar ziemlich genau, hätte ich nicht gedacht. Bei weiteren Gesten sind es einfach noch mehr Gesten, mit Wischen Seitenblättern zum Beispiel. Das ist wie wenn ihr auf der Magic Mouse quasi mit einem Finger im Browser ja, wischt. Probieren wir es mal aus. Erst Google und jetzt hier, keine Ahnung, YouTube.
Und jetzt mit zwei Fingern. Dann kommen wir wieder auf die andere Seite. Und das geht so ganz einfach hin und her. Wirklich nett gemacht. Also wenn man nur das Trackpad hat und keine Magic Mouse, ist das wirklich nicht schlecht. Dann mit Vision Vollbild-Apps wechseln. Habe ich ja vorher schon gezeigt. Das ist einfach mit vier Fingern hin und her wischen. Und dann wischt ihr zwischen den verschiedenen Desktops quasi hin und her. Dann die Mitteilungszentrale. Mit zwei Fingern wischen. Funktioniert auch ganz gut. Nur zurück nicht. Na doch. Naja, also das ist nicht so ganz optimal eingestellt, finde ich. Ja gut, wenn man sich dran gewöhnt hat, geht's. Zum Mission Control. Mit vier Fingern aufwärts wischen. Ja gut, die Geste passt eigentlich ganz gut dazu. Und wenn man abwärts wischt, geht es dann auch wieder zurück. Oder aufwärts, ist eigentlich egal. Dann App Exposé mit vier Fingern abwärts wischen. Ob das so unbedingt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Naja, also ich finde es nicht so toll. Ist ja auch standardmäßig nicht angeklickt. Dann mit Daumen und drei Fingern verkleinern. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Multitouch-Gesten vom iPad. Also bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Naja. Das bedarf wohl auch etwas. Ah, jetzt hat es geklappt. Das bedarf wohl auch etwas Übung, diese Gesten hinzukriegen. Ja, ich merke schon, jetzt geht's plötzlich. Dann Schreibtisch anzeigen, mit Daumen und drei Fingern vergrößern, also quasi andersrum. Funktioniert auch gut. Ja, das war so die Grundeinstellung, die man hier eigentlich durchführen kann. Viel mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Ist schon einiges mehr als bei der Maus hier, da gibt es ja nicht so arg viel einzustellen. Ja, es gibt sicher auch noch Apps, mit denen ihr das weiter verfeinern könnt. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Also Fazit von mir, dieses Trackpad ist sehr, sehr praktisch. Ich finde es wirklich cool. Es macht sich sehr gut neben dem Keyboard und auch zur Maus passt es eigentlich ganz schön. Ist halt einfach schön. Aber ich finde, es ist schon etwas mehr so Spielerei, als dass man es wirklich braucht. Aber gut, das darf jeder selber entscheiden. Gekostet hat es jetzt 63,99 € im Saturn. Bei Apple kostet es, glaube ich, 69,99 € oder sowas. Im Internet kriegt man es dann schon für 50 bei eBay gebraucht. Also ist schon relativ teuer, wenn man sich das mal so überlegt. Jo, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, liked dieses Video, wenn ihr Fragen dazu habt, zu dem Gerät oder auch zu meinem Mac oder sonst irgendwas. Schreibt es in die Kommentare, schickt mir eine PN. Ja, das war's. Tschüss.